Hallo zum zweiten Tag meines Adventskalenders der Meditation. Heute, nachdem wir gestern zum ersten Mal 10 Minuten zusammen die Stille genießen durften, geht es um das Thema, wie sitze ich überhaupt korrekt beim Meditieren. Wie man vielleicht sehen kann, sitze ich hier auf einem Kissen. Es gibt mehrere Arten von Kissen, die ich einmal kurz zeigen möchte. Ich habe selbst am liebsten ein solches Halbmondkissen. Das hat den Vorteil, dass ich meine Beine, meine Füße hier in die Mitte dichter an den Körper bekomme und dadurch besser sitze. Auch habe ich oftmals das Kissen nicht waagerecht, so direkt auf dem Boden liegen, sondern ich habe es ganz häufig gekippt, um möglichst gerade zu sitzen. Aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Selbstverständlich gibt es noch andere Kissen. Es gibt beispielsweise sehr dicke, sehr hohe Kissen, die ganz rund sind. Das sind die meistbenutzten Kissen. Die sind auch sehr weich und können gut geformt werden. Wer schon etwas mehr Erfahrung hat, der kann selbstverständlich auch ein rundes nehmen, das in dem Fall etwas flacher ist und auch gut gekippt werden kann. Und warum soll man überhaupt kippen? Sinn und Zweck der Meditationshaltung ist, dass man aufrecht, entspannt und konzentriert sitzen kann. Es geht nicht darum, sich zu entspannen, sondern es geht darum, bewusst im Hier und Jetzt zu bleiben. Und das gelingt tatsächlich am besten, wenn man darauf achtet, dass man nicht in einen Rundrücken verfällt, sondern aufrecht und stolz sozusagen sitzt, so wie man auch stehen würde. Und um das zu unterstützen, gibt es, wie gesagt, diese Kissen. Diese Kissen werden, so wie ich es jetzt hier einmal vormachen möchte, sollten immer so positioniert werden, dass man eher weiter vorne sitzt. Also man legt die Kissen so, dass man auf dem vorderen Bereich sitzt. Als nächstes legt man das erste Bein dicht Richtung Steiß und legt dann das zweite Bein dazu und achtet, vielleicht positioniert man das Kissen noch mal besser, dass man achtet darauf, dass man wirklich mit aufrechter, leicht S-förmiger Wirbelsäule auf dem Kissen sitzt. Wer dabei nach einer gewissen Zeit immer noch Verspannungen oben im Rücken bekommt, der sollte versuchen, ein wenig den Bauch anzuspannen, so dass nicht die gesamte Rückenmuskulatur sozusagen das halten muss. Bei der Fußhaltung gibt es mehrere Möglichkeiten, von denen ich tatsächlich nicht alle vormachen kann. Aber was es üblicherweise gibt, das ist der Sitz, den sehr viele einnehmen können. Das ist der sogenannte burmesische Sitz. Das heißt, es wird ein Bein, und da sieht man gleich den Vorteil des Kissens, mit der Ferse dicht an das Wurzelchakra gelegt, an der Richtung Steißbein, ganz dicht an den Körper gelegt. Und das zweite Bein wird, der zweite Fuß wird einfach zentral dort vorgelegt. Die Hände kommen mittig ungefähr auf Höhe des Nabels. Mein Bauchnabel ist ungefähr hier und hier sollten auch ungefähr die Hände sein. Fortgeschritten und was ich ganz gerne mache, ist tatsächlich der Viertel-Lotus-Sitz. Das heißt, in dem Fall nehme ich die Beine etwas auseinander, sodass hier eine Lücke entsteht und dann lege ich das eine Bein in das andere. Bitte immer darauf achten, dass man diese Position wechselt, dass man nicht immer in der gleichen Position sitzt. Ab und zu kommt dann das rechte Bein ran und das linke Bein wird in die entstandene Lücke reingelegt. Und auch dann kommen wieder die Hände vor auf Höhe des Bauchnabels. Wer noch weiter fortgeschritten ist, kann selbstverständlich den Lotussitz weiter sich annähern und entsprechend vorsichtig den Fuß, das wäre jetzt der halbe Lotussitz, den einen Fuß auf den gegenüberliegenden Oberschenkel ablegen. Sehr viel mehr bekomme ich tatsächlich leider nicht hin.
Ist es auch aber gar nicht nötig. Es geht nicht darum, etwas Bestimmtes zu erreichen, denn der Witz an der Meditation ist tatsächlich, dass man nichts erreicht. Das war's heute für diesen zweiten Meditations-Adventstag. Es folgt jetzt wieder gleich die 10-minütige Meditation.